Hier ist eh alles dicht, bleibt nur ein Weg. Na sowas. Gut. Wer hätte das nur gedacht? Na, aber nicht doch, mein Freund. Wer wird denn gleich zu schlagen anfangen? Haben wir noch jemanden? Es tut gut, Dampf abzulassen. Scheinbar nicht. Auf zur nächsten Runde. Die Omega Skyline. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Tja, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen von zu Hause, ne? Was ist das da hinten? Irgendeine Art Kraftfeld. Das ist nicht gut. Könnte man so sagen. So, wir sammeln aber erstmal ein bisschen. Bleiben Sie bitte stets in dem Ihnen zugewiesenen Zivilistenverwahrungsbereich. Zivilistenverwahrungsbereich ist auch schön. Okay, wir gehen mal hier lang. So, erstmal dich weg. Und dann seid ihr dran. Oh, du lebst noch. Na, sieh mal einer an. Man muss ja mal ein bisschen aufräumen mit nebenbei. Okay, achso, wir kriegen auch Schilde davon. Das ist natürlich auch nett. Auch wenn wir sie nicht mehr brauchen jetzt. Gut, weiter geht's. Ich kenne dieses Symbol. Sieht aus wie ein Gangzeichen. Die Talons. Meinen Besitz haben sie auch immer beschmiert. Warnung, Angriff auf Omega. Das gesamte Cerberus-Personal wird aufgefordert, umgehend seine Posten einzunehmen. Wieder das Symbol der Talons. Ein möglicher Hinweis auf einen Widerstand. Könnte nützlich sein. Wer weiß? Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir die Talons irgendwie finden können. Huch. War so gewollt. Okay. Ich glaube, es geht abwärts für uns. Einer meiner Soldaten. Sorry, Aria. Keine Zeit zum Reden. Zum Teufel macht er da. Da sollten wir nicht reinkommen. Das könnte unangenehm werden. Na klar doch! Geht los! Kein Ding! Diese Max kommen durch das Kraftfeld! So eine Sauerei. Bleib stehen, du Stück Scheiße! So, wir dringen gleich mal ein Stück vor hier. Oh, der ist aber fix unterwegs hier, der Kollege. Systemausfall in Kürze. So, ich glaube, da kommen wir mit der Technik besser, als wenn wir jetzt Biotik einsetzen. So, den hätten wir. Shutdown in Kürze. Okay. Das Kraftfeld muss untersucht werden. Schauen wir es uns an. Armer Idiot. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kraftfelder ein Problem sein werden. Sind wir blockiert? Diesmal nicht. Kommen Sie. Vielleicht ist es der kleine Aschehaufen, der gerade noch einer deiner Männer war, der dir das sagt. Hier entlang. Ja, ja, ich bin schon da. Ach hier, okay. Warum nicht? Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass die Tür aufgeht, aber hey. Was machen Sie da? Sie in ein Geheimnis einweihen. Die Leiter runter. Yay, es gibt Geheimgänge auf Omega und wir lernen sie kennen.
Wer da? Zeigen Sie sich! Bei den Geistern, sieh mal an! Arya Tilok. Nyreen, was zum Teufel machst du hier? Katz und Maus spielen. Versuchen, am Leben zu bleiben. Wenn diese Tunnel nicht wären. Meine Tunnel. Zum Glück habe ich sie dir gezeigt. Andernfalls wäre ich längst tot oder gefangen. Okay. Wir haben ja bereits festgestellt in den Teilen davor, dass es irgendwie immer bloß männliche Turianer, Salarianer, gut, bei den Salarianern ist es schwierig zu unterscheiden. Die Dalatras ist ja zum Beispiel eine Frau, die sehen ja nicht großartig unterschiedlich aus. Aber Turianer gab es immer bloß Männer eigentlich. Von den Kroganern haben wir auch erst hier eine Kroganerin erlebt. Also die ganzen Rassen waren größtenteils eigentlich nur mit Männern vertreten. Bei den Asari gibt es ja bloß Frauen, von daher da natürlich nur Frauen. Aber hier haben wir jetzt endlich mal eine Turianerin. Und das ist leider auch die einzige, die wir überhaupt bei Mass Effect sehen werden. Ich finde, man sieht es ihr tatsächlich an, dass sie weiblich aussieht. Ja, und Nyreen ist auf unserer Seite. Arya traut nur wenigen. Sie müssen gut befreundet sein. Ich weiß nicht. Sind wir das, Arya? Shepard, das ist Nyreen Kandros, früher turianisches Militär. Wir kennen uns schon ewig. Ich habe sehr viele Fragen, aber das muss warten. Komm mit, wir bringen dich in Sicherheit. Ich gebe mein Bestes. Bereit, diese Waffe auch einzusetzen? Sie ahnen gar nicht, wie bereit. Ich sag ja, sie ist auf unserer Seite. Und zwar so sehr, dass sie jetzt bei uns mit dabei ist. Und deswegen werde ich jetzt auch erstmal ein paar Punkte verteilen. Oh, wir haben ja auch was. Stimmt, wir hatten ein Level up. Mehr Kraft und Schaden bei der Schockwelle oder Radius der Schockwelle. Ach nee, komm, lass mal Kraft und Schaden machen. Okay, bei Arya weiß ich nicht, ob die... Nee, die Punkte reichen nicht. Aber Nyreen müssen wir jetzt erstmal komplett versorgen hier. Machen wir erstmal die turianische Jägerin komplett. So, Waffenschaden oder Gesundheits- und Schildbonus. Lass mal Waffenschaden machen. Biotische Kräfte, Tech-Schaden. Lieber Biotik. Tech- und Biotik-Fähigkeiten der Gruppe. Klingt gut. Oder Kraftschaden. Nee, machen wir natürlich die Gruppe, denn da habe ich auch was davon. So, die Granate. Die Antigravitationsgranaten haben wir, glaube ich, auch mit Jarvik, wenn ich mich nicht irre. So, ich mache es mal 3. Wir wollen ja alles ein bisschen versorgen. Ein Schild, naja gut, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht so unbedingt, ne? Mache ich auch mal bloß 3 drauf. Auf jeden Fall die Verbrennung können wir ein bisschen aufladen. Schaden oder Wirkungsradius, gehen wir mal auf den Schaden. So, 8 Sekunden lang zusätzlicher Schaden. Aufladetempo, komm, zusätzlicher Schaden klingt immer gut. So, da werde ich mal hier drauf noch gehen. Und die Überlastung, sehr schön, die ist ziemlich praktisch, die Frau. Ein Ziel innerhalb von 8 Metern noch zusätzlich oder den Schaden erhöht. Ne, lass mal hier machen. Und schwächere organische Feinde, ne, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aufladetempo ist da vielleicht wichtiger. Schaden und zusätzliches Ziel oder generell Schaden. Lass mal den Schildschaden. Ist vielleicht besser. Okay, die 3 Punkte können wir dann auch nicht ausgeben. Passt soweit. Nyreen ist jetzt unser drittes Warum Mitglied. Warum sind Sie zurückgekommen, Arya? Um mein Eigentum zu beanspruchen. Sie haben also etwas zurückgelassen. Nicht etwas. Alles. Oh, was ist das denn? Schauen wir uns später mal an. Ich glaube, das ist eine Pumpgun. Okay, jetzt können wir viel Spaß haben zu dritt. Arya, Sie haben recht, wir werden angegriffen. Wie ist der Flottenstatus? Landen noch im Bunker. Feind draußen halten, abriegeln, sofort. Schutztüren runterlassen, Schutztüren runterlassen. So, na dann wollen wir uns auch mal ins Gefecht stürzen, denn jetzt haben wir ja gute Frauenpower hinter uns. Bray, warum sind die Kanonen nicht online? Etwas stört sie. Versuche Identifizierung. Natürlich, ein Mac. Wir fallen den Feind in die Flanke und lenken ihn von ihnen ab. Oh, ist das ja eine Scheibe? Warte mal, kann ich die durchschießen? Nein, kann ich nicht. Wo muss ich denn lang? Leute? Ja, Bodenteam verteidigen ist schön, aber wo komme ich denn hier durch? Arya?
Würdest du mir irgendwie verraten, wo wir lang müssen? Nee, die Scheiben. Ach, hier drüben. Gar nicht gesehen. Ja, jetzt geht's los. Okay, geht klar. Haben wir ein Leuchtgeschoss und eine Überlastung dazu. Okay. Omega gehört mir. Den kriegen wir klein. So, jetzt haben wir schon mal die Rüstung runter, die Schilde runter. Der Rest ist doch nicht das Problem. Weg mit dir. Wie jetzt, die Schilde laden sich wieder auf. Du wirst mich wohl verarschen. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir hochholen. Hallo. Ich glaube, es hackt. Was kommst du denn so angerannt? Ich finde irgendwie kein Ziel gerade. Besser. Na. Lass mal schön. Lass mal schön stecken. Okay. Lass mal was einsammeln hier. Klar, komm, wir sammeln erstmal eine Runde. Gegner? Irgendwo? Ah, dort. Komm her. So, ich glaube, damit haben wir die erste Runde überstanden. Maria, hier drin ist ein Cerberus-Techniker, der die Kanonen hackt und offline hält. Wir finden ihn. Okay. So, werden wir die doch gleich mal begrüßen, wenn sie runterkommen hier. Komm, brauchst gar nicht erst landen. Bonjour, die Damen. Und weg. So. Oh, noch einer. Ihr habt Spaß an dem Spielchen, finde ich nett. Ja, ich räume erstmal die Leute weg, die hier runterkommen. Ich denke, das ist in Ordnung, oder? So, verpiss dich mal. So, Technikern habe ich ja eh so eine kleine Fehde am Laufen. Von daher hole ich mir den mit Freuden. So, Ruhe sanft. Wer wird denn gleich mit Sachen werfen hier? Ohohohoho. Was ist denn hier los? Wo kommt denn der her? Ja, ich glaube, ich bleib mal in Deckung ein bisschen. Komm, wir halten einfach mal ein bisschen drauf. Oh nein, was ist denn hier los? So, schön die Klappe halten. Ich verziehe mich dann mal nach hier drüben. Ist vielleicht besser so. Okay. Ich spiele mit. Und damit hat sich das Ding auch schon. Problem gelöst. Ja, ich mache ja schon. Keine Panik. Kanonen feuern. Gehen Sie zur Schutztür. Des Generals eine Weile auf Distanz halten. Gehen wir rein. Bunkerteam, Brücke einziehen und Schutztür runterlassen. Wir kommen rein.
Wir sind drin. Abriegeln. Aria, ich weiß, dass hier ist eine Festung. Aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Ich habe nicht vor, rumzusitzen. Und Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe. Und was das angeht... Nyrene, du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und habe alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Nyrene ist militärisch ausgebildet und kann uns nützlich sein. Ziemlich vertrauensselig, was, Shepard? Nyrene hat Omegas, wie hast du es genannt, moralischen Bankrott immer gehasst. Willst du ihn jetzt verteidigen? Jedenfalls will ich diese Station befreien. Du bist aus der Übung, schießt aber immer noch gut. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Sofort. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass Sie hier eine blutige Schneise schlagen, irren Sie sich gewaltig. Und wenn Sie glauben, mich ändern zu können, dürfen Sie es gern versuchen. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Na gut, wir haben es geschafft, den ersten Savepoint zu erreichen. Die Damen, die kümmern sich hier drum, dass das auch sicher bleibt. Und ich würde sagen, dann alles sehen wir uns hier erstmal ein bisschen um erstmal ein bisschen mehr an Hintergründen zu erfahren. Wir haben schon gesehen, Nyrene und Aria, die verbindet was miteinander. Und Aria hat ja hier doch schon gut vorgeplant, muss ich sagen. Ne? Also da Cerberus weiß, dass wir hier ist ja doch einiges da. Wir richten Schichten für den Kampf ein. Also achten Sie auf die aktualisierten Dienstpläne. Außerdem haben wir einige Nachschublieferungen verloren. Was ich damit sagen will, jeder verdammte Schuss zählt. Sobald wir in andere Teile der Station vorgedrungen sind, werden einige von Ihnen nach Vorräten Ausschau halten. Mit etwas Klugheit und Engagement gehört Omega in kürzester Zeit wieder uns. Gut. Und was ich eigentlich auch ziemlich schön finde, ist, dass selbst die Batarianer, die ja doch eine ziemlich geächtete Art sind, hier ziemlich gleichberechtigt mit rumhängen und halt auch mit kämpfen. Ja, ja, alles gut. So, schauen wir mal, ob wir vielleicht Nyrene irgendwo finden. Auf jeden Fall steht sie nicht einfach hier so rum. Das klang ungesund. Okay, hier ist sie doch, siehst du mal. Verdammt, ich krieg's nicht hin. Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Na klar doch. Es gibt auch innerhalb dieses DLCs einige Nebenaufträge und daher wissen wir auch schon, dass wir hier nochmal hin zurückkommen werden, denn sonst könnten wir ja nicht das abgeben, das Ganze. Aria möchte mit Ihnen sprechen. Ja, geht gleich los. Ich will erstmal kurz bei Nyxeros vorbeischauen. Nyxeros, sage ich schon, bei Nyrene vorbeischauen. Nyxeros gab's auch mal. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war, glaube ich, eine Asari-Tante gewesen, oder? Ich glaube, ich wechsle mal wieder die Rüstung. Terminus-Panzerung passt hier zwar ganz gut, aber ich hätte eigentlich ganz gern... Wo ist sie denn? Hier, die Inferno-Panzerung hätte ich gern. Denn die ist von den Kräften her einfach günstiger für uns. Die andere habe ich eigentlich bloß mal so... Neue Wandler sind die einzige Lösung. Die habe ich eigentlich bloß mal so aus modischen Gründen angezogen, die Terminus-Panzerung.
Okay, wir schauen uns mal kurz um. Rock, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antworte... Endlich! Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Zieh dir doch einfach die Pläne der Station auf deinem Universalwerkzeug an. Was meinst du damit? Dein Universalwerkzeug ist kaputt. Rock, das ist nicht gut. Stimmt, das hilft dir nicht weiter. Tut mir leid. Pass auf, ich lotse dich zurück zum Bunker, okay? Immer schön zusammenarbeiten. Okay. Mit Aria reden wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz hier den Rest des Raums anschauen. Leite Systeme um. Wenn Sie Ob wir nicht noch vielleicht was haben. Na klar doch. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen? Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke. Klar, wir haben noch sonst nichts zu tun. Außer vielleicht Omega zu retten. Nur zur Erinnerung, Commander. Wenn Sie Cerberus Terminals finden, geben Sie bitte meinen Zugangscode ein. Danke. Ja, ja, ist ja gut. So, hier hinten ist niemand mehr für uns. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zutritt, Commander. Große Überraschung. Okay, dann gehen wir mal zur Area und schauen mal, wie ihr weiterer Plan aussieht, wie wir jetzt vorgehen sollen dabei hier. Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne kommen jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss ja irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe Sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Na klar doch. Und hier hinten, nee, nicht da, sondern da drüben, ist jetzt auch die Tür offen. Halt nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleiche das dann mit meinen Stationsplänen ab, um rauszufinden, wo du bist. Was? Rock, ich finde keine einzige Referenz auf dieser Position. Nein, ich scherze nicht. Daran ist nämlich absolut nichts komisch. So kannst wirklich nur du dich verlaufen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Hey, ich sage ja nur, dass das im Grunde eine ziemlich beeindruckende Leistung ist. Na gut, ob der mal wieder auftauchen wird, weiß ich nicht. Ach, ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzige Lösung. Ja, wissen wir doch. So, jetzt können wir hier auch durch. Das werde ich aber erst beim nächsten Mal angehen, denn ich werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen und wir schauen uns dann beim nächsten Mal den Rest im Konflikt um Omega an. Und danach mal schauen, ob ich dann noch ein DLC angehe oder ob wir uns dann schon Tessia widmen, der Asari-Heimatwelt. Werden wir sehen. Auf jeden Fall erst beim nächsten Mal dann. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss.